Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut und ich habe heute ein aufgebracht Video für euch und zwar für April. Im April sind dieses Mal nicht so viel Sachen zusammengekommen, weil ich ja auch krank war, ne? Ich war jetzt fast durchgehend einen Monat krank und habe dann zwar, wie es mir besser gegangen ist, schon wieder ein bisschen Pflege und so aufgebraucht, aber geschminkt habe ich mich überhaupt nicht und von daher ist da auch nicht wirklich, nicht viel, sage ich mal, nicht viel Neues dazugekommen, was auch jetzt noch in meine Sammlung reinkommt. Und aber ich denke, eine Augencreme wird bald auch wieder leer, aber die kommt dann wieder ins nächste Video und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ihr könnt euch auf alle Fälle was zum Trinken und was zum Essen holen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, obwohl nicht so lang wie normalerweise. Auf alle Fälle habe ich jetzt von Sephora, das ist meine erste Verpackung, habe ich aufgestellt. Die zünde ich mir an, wenn mir zu kalt ist und im Homeoffice und die hat ein bisschen einen vanilligen Duft. Vanille taugt man normalerweise nicht so, aber sie ist nicht so intensiv und ja. Dann habe ich als nächstes, und da habe ich echt lang gebraucht, um diese Bodylotion aufzubrauchen. Das ist die Body Love mit reparierende Pflege, die Serum Bodylotion für beanspruchte Haut. Und die, muss ich sagen, war wirklich gut. Da war natürlich mega viel drin. Da waren 400 Milliliter drinnen. Also das ist fast ein halber Liter. Und war aber wirklich gut. Hat meine Haut gut gepflegt und ja, war nicht irgendwie reizend, weil bei manchen Cremen oder Bodylotion ist so, du hast dann noch irgendwie so ein komisches Gefühl auf der Haut oder es juckt. Und die war wirklich, wirklich sehr sensitiv und sehr gut. Dann habe ich das, ich war in Tschechien und da habe ich das ausprobiert. Das ist ganz was Neues, also für mich was Neues gewesen. Und das waren die besten Reiswaffeln überzogen mit dunkler Schokolade, was ich gegessen habe. Und ich dachte mir, ich zeige euch das ja mal, ne? Was ich noch in der Mystery Bag drinnen gehabt habe, was ich in Verwendung habe, hoppala, das ist von Crash, sind das die zwei Schwämmchen. Und da muss ich sagen, sind nicht schlecht. Aber wenn ich es nur mit einem Fixierungsspray, Setting Spray ansprühe, sind die dann doch noch ein bisschen hart. Aber vielleicht muss man die einfach noch ein paar Mal durchwaschen, dass die noch ein bisschen weicher werden. Aber die sind wirklich, also die eine ist überhaupt riesig groß und der andere ist eben kleiner. Dann habe ich noch in einer Box gehabt, das war, oder habe ich es mir mittlerweile auch schon nachgekauft beim Spar, glaube ich, den White Chocolate Almond Bear Bells. Das ist ein Proteinriegel mit weißer Schokolade und mit so Nussstücke drinnen. Der ist auch sehr gut. Was ich noch in einer Box gehabt habe, war ein Haarturban für nach dem Haare waschen, dass man die Haare einfach ein bisschen trocknen kann. Und der ist auch so super. Also der ist so schön weich und angenehm. Gefällt mir wirklich. Ich habe jetzt schon ein paar und hat mir sehr gefallen. Dann habe ich noch von Avène das Thermalwasser. Das hat mir, weiß nicht, ob man es jetzt so gut sieht, das ist ein bisschen hell, weil das eine weiße und orange Verpackung ist. Und das habe ich auf die rasierten Stellen, habe ich das einfach aufgesprüht und das war angenehm. Dann habe ich in Verwendung, beziehungsweise habe ich es, glaube ich, eh schon mit auf die Seite gegeben. Das ist die von CC, die Color Mascara mit der Snowflakes Edition. Und zwar sind da lauter kleine Glitzerpartikelchen auf der Wimperndusche drauf. Und ja, man sieht sie einfach fast überhaupt nicht. Nicht mal, wenn ich unten eine schwarze Mascara auftrage und dann die drüber gebe. Nee, hat nicht gepasst. Ah, da hatte ich von Kiko einen, den Pure Clean Toner. Erstens einmal hat mir das Packaging total schön. Es hat mir total gut gefallen. Und der war überhaupt nicht aggressiv, weil bei manchen Toner trocknen einfach die Haut extrem aus. Und mit dem war das nicht, der war voll angenehm, egal wie oft ich darüber gegangen bin. Dann habe ich ein Anti-Kalk-Gel für die Waschmaschine leer gemacht. Das hatte ich, glaube ich, noch vom Metro und da bin ich wirklich sehr lange ausgekommen, weil das hat 1,5 Liter. Bin es noch nicht gewohnt, dass ich so viel spreche, deswegen habe ich jetzt ein bisschen einen trockenen Hals.
Dann habe ich von Mario Badescu habe ich den Gesichtsspray leer gemacht. Den habe ich zurzeit noch einmal in Anwendung. Und ich glaube, nee, ich glaube, hier ist noch eine zweite Packung drin. Einmal habe ich ihn auf alle Fälle noch. Und der ist mit Aloe Vera, Kräuter und Rosenwasser. Ist ganz angenehm, nur der Sprüher ist ein bisschen komisch. Also der hat mir nicht so gut gefallen. Aber nur der Sprühkopf. Dann hat hier ein Fullface von Elf und da habe ich die Mascara. Die war eigentlich ganz gut. Die wollte ich euch zeigen. Ich habe jetzt ein paar so Produkte, was ich eben ausprobiert habe. Der Putty Primer, der war auch nicht schlecht. Dann haben wir noch den Camo Concealer. Ich glaube, der hat von der Farbe nicht so gut gepasst. Da war die Palette, die Highlighter-Palette drinnen von Elf. Die ist gut. Also die habe ich gut gefunden. Den Blush, der ist bei mir durchgefallen, der liegt schon auf der Seite. Also der kommt nicht in meine Sammlung. Der Ink Eyeliner war auch ein totaler Flop. Das war so krass. Also der hat fast keine Farbe abgegeben. Also es war schrecklich. Und ja, das Setting Spray ist eigentlich okay. Das steht bei meinem Schminkbereich. Dann habe ich noch ein paar Sachen, weil ich habe auch ein Full Face von CC geschminkt. Also hier sind vorwiegend Sachen drin, die was jetzt in meiner Sammlung einfach entweder aufgenommen ist oder was ich geschminkt habe. Da war von CC war ein Lippenstift, der war super, der hat mir so gut gefallen. Dann haben wir noch ein Setting Spray, das war ein Flop, denn der Sprüher ist kaputt. Aber deswegen war es ein Flop, ne? Jetzt muss ich schauen, dass ich ein Setting Spray leer kriege. Und dann wird das einfach umgefüllt und dann schauen wir sich das nochmal an. Das war ein Puder oder ein Rouge Puder. Das war okay. Das ist die Q10 Nachtcreme. Da kann ich noch nicht viel sagen. Die habe ich erst angefangen. Aber da werde ich euch dann ein Feedback geben, wenn die Dose dann leer ist. Dann haben wir zweimal einen Highlighter. Der war nicht schlecht und der ist voll schön. Der ist so hart wie eine Sanduhr. Dann habe ich von Ofra den Highlighter. Den habe ich auch hier oben. Und ja, den finde ich schön. Ne? Der ist vom Packaging total schön. Den wollte ich mir eh schon öfters kaufen, aber der ist halt ziemlich teuer. Und in der Mystery Bag war er eben dabei und da habe ich mich sehr gefreut. Genauso wie von Love das Puder, also der Bronzer, ne? Bronzing Powder. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum alle so gehypt sind von dem. Er ist okay, aber ich finde, da habe ich schönere Bronzer. Aber es war dabei und Love ist eine gute Marke und deswegen bin ich auch froh, dass er in meiner Sammlung ist. Dann habe ich noch einen Eyeliner von CC, der war okay, ne? Schwarzer Eyeliner, ganz normal. Und die Foundation war nicht so gut, was ich mich erinnere. Die war nicht so gut, ne? Die hat auch nicht gut gedeckt und aber ich werde die nochmal ausprobieren, beziehungsweise ich kann sie ja mischen. Ne? Ich kann sie mit einer anderen Foundation mischen. Also habe ich mittlerweile echt schon viele Foundations, muss ich sagen. Dann habe ich das auch noch in Tschechien gekauft. Das sind so Haselnussröllchen. Aber das sind so große Maisröllchen mit einem so wie ein Nutella oder eine, wie so eine Nusscreme drinnen. Das war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und dann habe ich noch. Genau, da haben wir noch einige Sachen, was ich neu getestet habe. Und zwar ist das einmal von Elf noch. Das ist so ein Duo-Lippenstift und der war super. Der war sehr cremig und also bei Elf war das echt durchwachsen. Es war nicht alles gut, aber es war nicht alles schlecht. Da habe ich so einen metallischen Eyeshadow. Das war von Beauty Bay. So ein Single Eyeshadow, der glitzert, der war schön. Dann habe ich von einer italienischen Mystery Bag, die habe ich mir jetzt schon zweimal bestellt gehabt, von IT Cosmetics. Das ist eine CC Cream mit Lichtschutzfaktor 50, auch voll super, weil man braucht immer Lichtschutzfaktor, in der Farbe Medium. Man kann die Farbe da angeben, deswegen ist es super und ist in meiner Sammlung. Also die war richtig gut.
IT Cosmetics habe ich jetzt wirklich am Schirm dadurch, weil ich hatte da jetzt schon einen Pinsel und eine CC Cream dabei und die wirklich super, ne? Da ist so ein Mini-Lippenstift von Charlotte Tilbury drinnen, also High-End. Genauso wie IT Cosmetics ist auch sehr teuer, ne? Und den habe ich auch drauf, den habe ich hier außen, weil ich habe heute zwei Lippenstifte drauf. Außen ist der und innen ist, fällt mir jetzt natürlich nicht ein. Egal. Und ich wollte schon immer Sachen von Charlotte Tilbury ausprobieren und das war in der Cult Beauty Bag dabei. Da musste man zwar auch so 80 oder 100 Euro ausgeben, aber dann bekam man eine Goodie Bag im Wert von, ich glaube 135 Euro war das. Da war der dabei, also wirklich cool. Dann war auch noch dabei der NARS Blush. Denn NARS ist auch eine sehr interessante Marke, ist auch High-End, ne? Und dann ist noch die NARS Climax Extreme. Und diese Wimperndusche habe ich jetzt auch oben. Bin voll begeistert. Also ist auch nur so ein Mini, ne? Aber ich liebe diese Wimperndusche. Die ist so gut. Ich habe die dreimal aufgetragen. Da verklumpt nichts. Die gibt Volumen, extremes Volumen. Top. Wirklich top. Dann habe ich noch ein Parfum von Jean-Paul Gaultier. Das So Skandal. Ja, das war gut. Das war voll gut. Ich kann nicht so gut Dufte beschreiben, aber ich würde sagen, so ein bisschen blumig ist der Duft und ein bisschen schwerer auf alle Fälle und hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch was von Elf und zwar den Liquid Glitter Eyeshadow in Knallblau. Hat mich aber eigentlich nicht überzeugt, denn ich hatte schon von der Lidschattenpalette so einen Blau drauf und wollte den noch drüber geben und das hat mir nichts gemacht. Also, nee, war gar nicht gut. Dann habe ich aufgebraucht von Finish Power Paul die Geschirrreinigungs-Tabs. Da waren 57 Tabs drinnen. Die habe ich leer gemacht, aber da habe ich auch ganz schön lange dafür gebraucht. Dann habe ich eine Anwendung von Clean It Zero. Das ist so, so eine Mischpackung mit lauter verschiedenen Sorten. Der eine ist zum Mattieren, der andere ist zum Revitalisieren, dann ist es original und so weiter. Und die habe ich schon ausgetestet ein paar Mal und die sind wirklich gut, auch wenn man über die Augen geht. Weil man kann nicht mit jedem Cleanser, kann man nicht über die Augen drüber gehen, weil es fängt dann so zum Brennen an. Aber bei denen geht das und das ist super. So, dann habe ich noch einige Sachen, was ich in Verwendung habe. Also wie gesagt, so viel aufgebraucht ist nicht, weil ich einfach nicht fit war. Und ich zeige euch aber trotzdem die Sachen, was ich in Verwendung habe und die, was in meine Sammlung gewandert sind oder die, was halt eben ein Flop war. Und zwar, da haben wir gleich einmal einen Flop. Und zwar ist es von Lange Paris, das ist eine BB-Cream und die habe ich ausgetestet einmal und die ist... Nein, ich glaube, ich habe sogar dann noch ein zweites Mal ausgetestet. Die ist katastrophal. Also, die deckt nichts ab. Nichts. Nicht gar nichts. Also, ich erwarte nicht von einer BB-Cream, dass das eine Deckkraft von einer Foundation hat. Soll es doch gar nicht sein. Aber die hat einfach gar nichts abgedeckt. Wie wenn ich eine Creme aufgetragen hätte. Und deswegen, die geht wieder weiter. Dann habe ich von The Ordinary die Full Coverage Foundation in der Farbe 2.0N Light Medium, neutral ist die Farbe, mit Lichtschutzfaktor 15. Die finde ich eigentlich nicht so schlecht, aber sie hat auf keinen Fall Full Coverage, also maximal Medium, meiner Meinung nach. Da war von Luxi ein Pinsel drinnen. Den verwende ich natürlich auch. Ich finde die Pinseln von Luxi voll super. Von Anastasia Beverly Hills habe ich das Translucent Powder drinnen gehabt. Auch in der Cult Beauty Bag. Weil Anastasia Beverly Hills ist echt heftig vom Preis her. Kosten Lidschattenpaletten so zwischen 60 und 120 Euro sogar. Also richtig krass. Dann habe ich vom Beauty Bay einmal die Earthy Palette. Die habe ich aber noch gar nicht. Oh ja, die Earthy habe ich probiert, da gibt es schon einen Schminki. Muss ich nur schauen, wann ich das hochlade. Und dann haben wir noch von der Sunset Horizon, die Palette war da drinnen. Da gibt es noch keinen Schminki wieder, das habe ich noch nicht
Habe ich noch nicht benutzt, muss ich erst machen. Ne? Also ich bin jetzt ein bisschen in Rückstand natürlich, weil ich nichts machen habe können. Aber ich habe auch noch sehr viele Videos, die was ich hochladen muss. Also seid gespannt. So, dann haben wir noch viele Sachen, die was ich benutzt habe. So, als erstes habe ich einmal die Orangenextraktmaske vom Action, das ist so eine K-Beauty-Maske und da war sehr viel Serum drinnen, das ist ja sehr positiv, aber der Mundausschnitt hat mir überhaupt nicht getaugt, das hat nicht zusammengepasst. Dann habe ich jetzt in Anwendung den Benefit Brow Pencil in der Farbe 3 Warm Light Brown. Ja, ich verwende ihn, aber ist ein bisschen zu hell, ne? Aber es ist okay für so definieren und so. Ich habe ihn auch heute drinnen. Ist okay, aber normalerweise hätte ich es gern noch ein bisschen dunkler. Dann habe ich noch von Dior, da habe ich bei Notina bestellt und da habe ich so Lippenstiftproben quasi. Sind da in so einem kleinen Tickel drinnen mit einem Lippenpinsel und ja, finde ich eigentlich ganz gut. Dann hatte ich beim DM den Bronzer-Pinsel gekauft. Das ist ein ganz großer, buschiger Pinsel. Voll schön. Und da war Glow Mask Remover. Ich glaube, das war ein Tuch. Zum Abreinigen war das, glaube ich. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ja, das war auch gut. Das ist von Valentino Uomo. Da war so eine Duftprobe drinnen. Ne? Und ja, die war schön. Da war noch ein Powderbrush drinnen von Fräulein B. von Berlin. Ja, Powderbrush war das. Liebe ich. Ich liebe jeden Pinsel normalerweise. Dann war beim Piep in Aktion um 5 Euro ein Brow-Highlighter. Den habe ich auch schon probiert. Den kann man entweder hier innen oder hier unter der Augenbraue nehmen. Oder generell, um das Gesicht ein bisschen aufzuhellen, kann man auch hier, hier und hier oben. Und das steht, glaube ich, auch, genau, hier steht es drauf. Also unter die Augenbrauen, hier auf der Nase, also eigentlich hier, Lippenherz hier oben und unter die Augen auch. Überall, wo man da halt aufhellen will. Ne? Und dann habe ich noch von Shiseido die Mascara. Die war auch gut. Also ich muss sagen, in letzter Zeit, ich glaube, es liegt einfach an meinen Wimpern. Die meisten Mascaras sind einfach wirklich gut. Also ich kann mich da nicht beschweren. So, dann habe ich leider meinen Lieblingslippenstift. Ist abgebrochen. Deswegen muss ich ihn leider aussortieren. Die Farbe hat mir so, so gut gefallen. Aber ich habe so viele Lippenstifte und habe ihn auch seit Dezember, glaube ich, habe ich ihn. Also, ja. Hätte schlimmer sein können, ne? Dann habe ich jetzt auch das I Love Revolution Cranberry Fixing Spray aufgebraucht. Und das war so mein Liebling, weil das hat so, so gut gerochen. Hat mir so gefallen. Aber kann man leider nicht mehr nachkaufen. So, was haben wir jetzt noch da? Jetzt sind immer so viele Sachen da. Ah, noch. Dann habe ich von Frag, aber das muss ich nochmal probieren. Beim ersten Mal hat mir das nicht so gefallen. Das hat mir mehr so Flecken gemacht. Das sind diese Sommersprossen, die was man sich rauf machen kann. Und muss ich nochmal probieren, ob ich das hinkriege. Und dann. Ja, aber das Schwarze war besser, aber das ist auch nicht so schlecht. Das war so ein Zweierding, so eine Parfümprobe von Valentino. Dann habe ich. Es war in einer Box drin. Das ist so eine indische Bio-Curry-Gewürzmischung. Das war mir aber zu intensiv. Ich habe es gegessen, aber ja. Dann habe ich noch einen Grenade Carb Killer Chocolate Chip Cookie Duff Riegel. Entweder war der in der Box oder ich habe ihn im DM gekauft, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf alle Fälle war der wirklich richtig gut. Muss ich schauen, ob ich das noch irgendwo entdecke oder auch nicht. So, dann habe ich von Isana eine Intensivreinigungsmaske. Die war okay, also eine ganz normale Crememaske.
Dann habe ich von Klaeni, für die Küche habe ich wieder mal einen Reiniger aufgebraucht, weil ich mache diese nachhaltigen Reiniger, wo man nur eine Tablette ins Wasser werfen soll in eine Sprühflasche und dann kann man putzen. Dann löst sich das auf und dann kann man putzen und man verschwendet nicht so viel Plastik und hilft halt auch der Umwelt, ne? Und die Reiniger sind okay. Dann habe ich von Butanic Beauty habe ich ein Brow Gel. Das ist okay. Das ist nicht so mega, aber ich glaube, das ist ein buntes, das ist ein braunes, glaube ich. Dann habe ich von M. Asam den Perfect Tint. Der ist quasi, den kann man sich nach der Pflege, kann man sich den draufgeben oder nach dem Make-up kann man sich das draufgeben. Aber ich habe es mich noch nicht getraut nach dem Make-up. Aber da ich mich jetzt nachher abschminke, könnte ich mir den einmal holen und wir könnten das ja gemeinsam jetzt kurz einmal ausprobieren. Also das ist in so einem kleinen Tübchen und jetzt schauen wir mal, jetzt bin ich mal sehr gespannt und dann kann man sich das hier so auftragen. Ja, krass. Ich dachte, das verschmiert vielleicht urorg, aber tut es gar nicht. Also damit kann man sich quasi sein Make-up auch ein bisschen fixieren und perfektionieren auf alle Fälle. Und na, die Wimperntusche hat sich ein bisschen abgestempelt, aber ich muss sagen, natürlich hat man jetzt ein bisschen Produkt auf der Hand, wenn man sich das so verreibt, also ich glaube ein bisschen Make-up, aber ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht, ne? Voll cool. Vielleicht auch, wenn man weiß, okay, man muss einkaufen gehen, tragt Maske, dass man sich das nach einem Setting-Spray dann nochmal drüber gibt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen besser fixiert, ne? Einfach dünn auftragen und den verwende ich auf alle Fälle. Also für die normale Pflege ganz am Schluss zum Auftragen würde ich es nicht nehmen, weil ich finde, das ist zu schade dafür. Aber gerade um das Make-up zu fixieren, finde ich es wirklich gut und es ist voll angenehm, ne? Dass es einfach noch ein bisschen besser erhalten bleibt. Gerade, wie gesagt, wenn man auch die Maske dann trägt und so, ne? Also es hat mir jetzt nicht so viel abgetragen. Natürlich, ein bisschen habe ich schon auf meinen Finger, aber ist okay, ne? So, jetzt habe ich noch einmal drei Parfums. Einmal habe ich das Guerlain Paris. Das war okay. Und dann habe ich noch zweimal Paper. Das war gut. Das hat mir sehr gefallen. Dann habe ich von Elf diesen Eyeliner, diesen schrecklichen. Den muss man wegschmeißen auf alle Fälle. Und dann habe ich jetzt nur mehr ein paar Produkte. Dann sind wir eigentlich eh schon fertig. Und zwar von Elemis habe ich. So. Jetzt werden wir die letzten Sachen auch noch machen. Dann sind wir schon fertig. Und zwar habe ich die VAR, das ist eine Handcreme von Nordic Cosmetics. So, ein bisschen hell hier. Mit CBD und Aloe Vera. Die war in meiner Little Box. Die hat mir nicht so gefallen vom Duft. Und hat auch nicht so auf lange Sicht gepflegt. Also, das ist das, was mich gestört hat. Und noch in einer Box war das von Caotina. Das ist so ein Gargant. Und der ist also aus Schweizer Schokolade. Und das war voll lecker. Muss ich schauen, ob ich das noch nachkriege. Dann habe ich noch ein Produkt von Ren. Das Gentle Cleansing Gel. Das war auch, ich glaube, bei einer Sephora-Bestellung oder so. Oder war das mal dabei? Dann haben wir von Elemis. Ich glaube, das hat vorher abgebrochen. Das ist das gleiche Produkt. Das war der Marine Cleanser. Und den fand ich eigentlich ganz gut. Und vom Geruch her, ich weiß nicht, hat das irgendwie einen speziellen Geruch auf alle Fälle. Ich falte eh gleich alles runter. Okay. Dann ist mir leer geworden das ätherische Öl mit Lycea und Vanille. Das tropfe ich mir immer in so einen Holztiegel rein und stelle mir das neben meinen Schlafplatz hin, dass ich einfach besser schlafen kann. Dann habe ich ein Shampoo, ein
Intense Shampoo. Das habe ich zweimal probiert. Das ist nur so eine kleine Packung. Das war eigentlich ganz okay. Dann habe ich eine Winterspülung von Balea. Die war okay, aber die war nicht sehr reichhaltig. Und was mir auch nicht so gefallen hat, war von Yves Rocher das Serum, das Anti-Pollution-Serum. Das soll gegen Umwelteinflüsse sein, aber mir hat die Konsistenz auch überhaupt nicht gefallen von dem Serum. Und ja. Ja, das war's jetzt eigentlich, ne? Sind wir durch? Ja, das war jetzt mein Aufgebraucht für den Monat April. Mehr Sachen, ich habe euch eigentlich mehr Sachen gezeigt, die was ich in meiner Sammlung habe oder Tops und Flops und ein paar Produkte, die was eben aufgibt. Man kann aber auch nicht jedes Monat gleich viel aufbrauchen und außerdem war ich ja dieses Monat ziemlich außer Gefecht und ich denke, im nächsten Monat kann das ja schon wieder anders ausschauen, ne? Aber ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr freuen und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als letztes Produkt aufgebraucht habt und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi, eure Pamela!